Grenchen TV wird Ihnen präsentiert von der Stadt Grenchen, im Gewerbeverband Grenchen und bauschweiz.ch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Grenchen TV. Als erstes möchte ich Ihnen gerade meine Kollegin, Moderatorin Jessica Wieck, vorstellen. Grüezi miteinander. Und neben mir der Moderator Oliver Skorelitz. Wir werden Sie in Zukunft im Grenchen TV begleiten. Das ist unsere erste Sendung. Beziehungsweise ist es noch keine richtige Sendung, sondern ein sogenannter Pilot. Mit dieser Pilotsendung möchten wir Sie vorwarnen, was denn in Zukunft mit dem Grenchen TV auf Sie zukommen wird. Genau. Wir werden dreimal im Jahr eine komplette Sendung über das Grenchen TV rausbringen. Das bedeutet, wir werden dafür immer wieder vor Ort sein und dort, wo etwas Spannendes passiert, für Sie berichten. Oder wir lassen einige von euch zu diesem Zweck für uns arbeiten. Aber dazu später mehr. Dreimal im Jahr, das bedeutet alle vier Monate eine Sendung. Das sind ziemlich grosse Abstände zwischen den Ausstrahlungen. Zu diesem Zweck haben wir die sogenannte Sondersendung, wo wir Sie laufend über die aktuellen Sachen, die nicht vier Monate warten können, informieren werden. Und jetzt zu unserer Hauptsendung. Sie werden in folgende Rubriken unterteilt: Inside, Kultur, Jugend, Freizeit und Sport, Wirtschaft und Gewerbe und Veranstaltungen. Inside. In dieser Rubrik bekommen Sie wichtige Mitteilungen direkt aus dem Stadthaus. Doch lassen wir dazu gerade den Stadtpräsident, Herr François Scheidegger, zu Wort kommen. Liebe Grenchnerinnen und Grenchner, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als Stadtpräsident von Grenchen freut es mich außerordentlich, euch hier auf diesem Kanal zu begrüßen. Herzlich willkommen auf Grenchen TV. Grenchen TV ist ein Pilotprojekt von der Stadt Grenchen in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband Grenchen, dem GVG. Es ist geplant, euch auf diesem Kanal über Aktualitäten zu informieren. In diesem Sinne, viel Spass! In unserer zweiten Rubrik Kultur möchten wir Ihnen alle aktuellen kulturellen Angelegenheiten nachbringen. Und zwar die Angelegenheiten, die in der Zukunft liegen und jetzt noch auf Sie zukommen, aber auch die, die schon vorbei sind und Sie dann bei uns nochmal anschauen können. Was jetzt aber nicht heisst, dass Sie sich dann nicht mehr aus dem Haus raus bewegen sollen, weil wir Ihnen alles auf den Bildschirm liefern. In und um Grenchen gibt es nämlich sehr viele kulturelle Institutionen, die wir Ihnen auch in kurzen Beiträgen zeigen. Wir hoffen natürlich, dass wir dann das eine oder andere finden, das Sie noch nicht kennen. Kultur. An dieser Stelle würden wir näher auf die kulturellen Ereignisse eingehen. Nehmen wir zum Beispiel die Triennale für Originaldruckgrafik. Sie findet vom 16. bis zum 20. September 2015 schon zum 20. Mal in Grenchen statt. In der Rubrik Jugend, Freizeit und Sport präsentieren wir Ihnen sämtliche Aktivitäten in diesen Bereich, also Jugend, Freizeit und Sport. Oder aber die Jugend macht es besser als wir, denn Sie können in der Rubrik Jugend mit selbstgedrehten Videos über das berichten, was Sie interessiert. Und da sind wir bei dem Geheimnis, das Oliver am Anfang angesprochen hat. Und natürlich werden auch die besten Berichte von uns mit Preisen überschüttet. Wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Jugend, Freizeit und Sport. Hier picke ich nochmal die Unterrubrik Jugend heraus. Es wurde angekündigt, dass ihr Jugendlichen für uns arbeiten werdet. Natürlich ist dies mit einem Augenzwinkern zu betrachten, denn es ist eine große Chance für euch, eure eigenen Videos zu euren ganz eigenen Themen bei uns einzureichen. Wir treffen eine Auswahl und prämieren die besten Werke. In der Rubrik Wirtschaft und Gewerbe möchten wir der an gewerblicher Vielfalt gesegneten Region Grenchen gerecht werden. Dazu sagt Ihnen aber der Gewerbeverbandspräsident Heinz Westreicher am besten selber noch etwas. Liebe Besucherinnen, liebe Besucher von Grenchen TV. Grenchen TV ist eine Initiative vom Grenchner Gewerbe
in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und mit BISTV. In diesem Format werden wir Sie zukünftig über Aktionen, die im Gewerbe laufen, orientieren. Wir werden Ihnen einzelne Gewerbebetriebe vorstellen und wir freuen uns auf Sie als Besucher in unserer ersten Sendung. Bis dann, auf Wiedersehen. Und zum Schluss die Rubrik Veranstaltungen. Im Veranstaltungskalender schauen wir nur in Zukunft. Kurz und bündig informieren wir Sie über sämtliche Veranstaltungen in der Stadt und Region Grenchen. Was man in diesem Zusammenhang nicht verpassen sollte, vom 16. bis 20. September findet zum 20. Mal Triennale statt. Im Vorfeld werden kreative Köpfe für die Publikumsaktion gesucht. Nähere Informationen auf www.triennale.ch unter Publikumswettbewerb. Unsere erste Hauptsendung können Sie am 14. August auf grenchentv.ch und auf YouTube sehen. Ich freue mich sehr und wünsche euch eine schöne Zeit. Auch ich freue mich, Sie bald wieder zu sehen. Wünsche schöne Zeit und bis ganz bald. Grenchen TV ist Ihnen präsentiert worden von der Stadt Grenchen, im Gewerbeverband Grenchen und bauschweiz.ch.